Heute ist Sonntag, der 23.10.2022 mit Zeit. Also, ich hatte eine wunderbare geistige Erfahrung heute Nacht gemacht. Und ich habe gesehen, wie ich in einer Welt war. Und die war an einem großen Strand. Ich habe gesehen, an diesem Strand stand eine große Statue. Und diese Statue sind viele Leute, viele Menschen hinaufgeklettert. Und die Statue ging bis in den Himmel rein, also war unbeschreiblich groß. Ich habe gesehen, wie viele Leute, die also da hochgeklettert sind. Und auch ich bin hochgeklettert und habe mich dann an den einzelnen Bildern von dieser Statue habe ich mich nach oben befördert. Und da war da eine Frau, mit der ich gesprochen habe. Und diese Frau konnte nicht so gut klettern. Und ich habe gesagt, dass sie aufpassen muss. Und sie ist dann runtergefallen von der Statue. Aber was ich dann gesehen habe, ist, dass sie ist zwar runtergefallen aus 100 oder 200 Metern Höhe, aber, ja, der Andreas lacht aber, ja. Ich meine, Spaß. Und ich habe aber gesehen, dass ihr nichts passiert ist und dass sehr viele von den Menschen dort und von den Leuten dort runtergefallen sind und auch runtergesprungen sind freiwillig, weil sie nicht mehr die Kraft hatten, weiterzugehen. Und dann habe ich gesehen, wie dass ich war, diese Statue hatte mehrere kleine Statuen, über die man hochklettern konnte. Und dann habe ich aber gesehen, dass diese Statue von Papa war. Und dass er einmal in ganz groß dort stand und einmal in kleinerer Form auch dort stand. Und die Statue sah aus, wie als wäre sie aus Silber gewesen. Und viele Leute haben sich halt versucht, hochzuklettern, aber viele haben es auch nicht geschafft. Und dann bin ich geklettert. Und aber auch ich hatte halt, ich habe halt nach unten geschaut und habe ich gesehen, dass das sehr tief war. Und ich hatte einen Regenschirm, aber den habe ich auf dem Boden vergessen. Und dann habe ich diesen Regenschirm, als diese Frau noch oben war, habe ich zu diesem Regenschirm gesagt, dass ich den brauche. Falls ich runterfalle, dann kann ich den Regenschirm aufmachen, dann falle ich ganz langsam. Und dann habe ich es so gemacht und dieser Regenschirm ist vom Boden in meine Hand reingeflogen. Und dann hat sie gesagt, waren die Leute sehr erstaunt, als ich gesehen habe, habe ich gesagt, das ist nicht das Einzige, weil diesen Regenschirm habe ich durch die geistige Welt von Gott geschenkt bekommen, für das, was ich gemacht habe. Dann habe ich diesen Regen weggeworfen und in der Luft habe ich dann wieder zurückgerufen, dann ist er wieder in meine Hand gekommen. Und dann habe ich gesehen, dass als ich die kleine Statue hochgeklettert bin, war da ein kleiner Gang für die Leute, die bei der Mission mitgeholfen haben und die konnten immer an einer bestimmten Stelle bei dieser Statue konnte man rein und da war wie innen drin ein Hotel und da waren kleine Zimmer und da konnte man sich ausruhen und dann konnte man weiterklettern, als man fertig war. Und die Frau, die das betreut hat, hat mir gesagt, dass das sehr wertvolle Räume sind und dass viele Milliarden bezahlen würden, um in dieses Hotel reingehen zu können. Aber viele konnten einfach nicht in dieses Hotel rein. Innerhalb dieser Statue, um sich auszuruhen. Ja, und das, was ich gesehen habe. Deswegen ist es sehr wichtig, dass das, was wir auf der Straße machen haben, hat große Folgen für uns in der geistigen Welt. So viele Menschen haben keine Möglichkeit, sie haben ihr Leben vergeudet, sie haben ihr Leben, nicht vergeudet, aber sie haben ihr Leben für verschiedene Zwecke auf Erden gegeben, aber im geistigen Leben sind sie dann hilflos und es fällt ihnen so schwer, in eine höhere Welt zu kommen, in eine höhere Dimension. Und ja, es war auch einfach traurig zu sehen, die Leute sind jeden Tag da hochgeklettert, aber haben es nicht geschafft, dann sind sie aus so großen Höhen alle wieder runtergefallen. Und ja, diese kleine Arbeit, die wir hier auf Erden machen, ist sehr wertvoll für unser geistiges Leben und für unsere Zukunft. Vielleicht haben wir manchmal nicht das Gefühl, was wir hier machen, was für ein
was für eine Auswirkung das für uns hat im geistigen Leben. Aber das müssen wir uns immer bewusst halten und vor Augen halten, wie wertvoll das ist. Und wie ich auch immer gezeigt bekomme in der geistigen Welt und auf meinen Reisen, wie wertvoll Papa ist und wie wertvoll das ist, was er gemacht hat. Und das müssen wir uns auch vor Augen halten, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir diese Chancen nur bekommen haben durch ihn. Und dass wir ansonsten hätte er uns nicht geführt, dann wären wir, manche wären noch im Christentum, manche wären noch in ihrem weltlichen Tun, manche wären noch beschäftigt mit irgendwelchen anderen Sachen, aber wir wären bestimmt alle nicht auf dem geistigen Weg. Und wir wären bestimmt auch nicht, hätten nicht selbstständig den richtigen Pfad getroffen. Gott hat auch gesagt, dass unter einer Million Menschen vielleicht eine Person ein Prophet werden konnte. Und wir wissen alle, dass selbst die Propheten nicht perfekt waren. Ja, und auch viele Menschen nicht erreicht haben. Dass wir uns das vor Augen halten, wie wertvoll diese Zeit ist. I saw Brother Atta and Brother Suraj. I also saw you in my spiritual experience, but this is something I want to tell later. I was in a world, I was on a beach, and on this beach there was a cliff, and on the cliff there was a statue. And this statue was on one red foundation. And I saw that there was one silver statue on it, but the silver statue was so tall that it went through the whole sky. And then I saw that many people they were trying to climb on the statue to come to the next dimension, to come to a better world. But this world was also looking very good, and because it was a beautiful world, looked like a Spanish or an American beach. So it had beautiful nature, beautiful sea, but still people were trying to come out of this world. And then I was also trying to climb on the statue, and on my way, I saw that the statue had also many small statues on it. And I was climbing, and when I was on the top of the small statue, I saw a woman also standing, but she lost all her power. And she said, "I cannot go on." And but we were already very high. And then I saw that she was jumping down from 100 or 200 meters. And normally, this would be fatal. But when she jumped down, maybe she hurt herself, but she didn't die. And many other people, they also lost their power, who were a bit higher or who were a bit lower, and they also lost their power and they were falling down. And then I saw that there was an umbrella on the ground, and I opened my hand, and this umbrella came from the ground and flew in my hand. And this umbrella was helping me that in case I would fall down, that I would fall down very slowly. And then I said to this woman, "I got this umbrella only because for the work I did for God and because I helped Hazua." And when I said this, I saw that the statue, who also consisted of small statues, was of Hazua himself. They were out of silver, and they were showing him. The statue was till the sky, and I saw that many people are trying to climb on the statue to next dimension. Wow. But many people did not have the power, and they were falling down again. Wow. You told in German? Yes, now is the second time that I'm telling it in English. Kann auch über mich wieder klappen. Wow. And then I saw, and then I had one umbrella I got from spiritual world. In case I would fall down, I would fall very slowly. And when I was on top of one statue, I saw there was one small door. And this door was for the people who helped the will of God, and they were allowed to make, there were some small rooms, and they were allowed to make some pause there to get their energy back. And then they were allowed
to go on climbing, but many people who were not helping the will of God, they were not allowed to go into those rooms. And then, yeah, and then I just wanted to say also what I said in German, what we do on earth, what we do for the will of God, is very valuable. In German, Deutsch. Habe schon gesagt. Okay, good. I already said. Yeah. So, in heaven, you cannot even reach my stature. What's going to happen to you? Let's start. Yeah. Guten Morgen. Im Himmel könnt ihr nicht mal meine Statue erreichen. Was passiert dann mit euch? My daughter is here. Meine Tochter ist hier. She saw in heaven. Sie hat im Himmel gesehen. My monument. Sie hat mein Monument im Himmel gesehen. Statue. Meine Statue. That's true, Mary. Ist das wahr, Mary? Ja. Ja, meine Stimme ist nur weg, ja, aber ich habe das gesehen, genau. Was war das eigentlich? Ich habe gesehen, das war, wie eine Dimension und alles war aber sehr minimalistisch. Alles war sehr sauber und wie in einer großen Mall auch davor. Und dann konnte man rausgehen und da war ein ganz großer Platz, also wie so eine Art Marktplatz oder wo die Leute sich versammeln. Und dort, mitten auf diesem Platz, war eine riesige Statue, also wirklich sehr, sehr groß, also fast so groß wie der Eiffelturm, war mein Gefühl. Und dann habe ich gesehen, dass das Papa war, aber jetzt nicht, er sah nicht aus, wie er jetzt aussieht, sondern er war so 21, 22 und hatte auch Haare auf dem Kopf gehabt. Oh. Genau. Okay. There is one blue heaven, highest. Es gibt einen hohen blauen Himmel, we call capital of God, den wir die Hauptstadt Gottes nennen. God comes sometimes and when he speaks there. Manchmal kommt Gott zu dieser Hauptstadt und spricht dort. That's a blue heaven, highest capital. Das ist ein blauer Himmel, das höchste, die höchste Hauptstadt. When God come over there, wenn Gott dorthin kommt, then there are many creation being, they are flying to listen God. Dann gibt es viele Schöpfungen und viele Wesen, die dorthin fliegen, um Gott zuzuhören. So when God stand. Wenn Gott also dort steht, behind is a one band is moving actually. Hinter ihm ist ein Band, was sich bewegt mit einer Aufschrift. Behind God. Hinter Gott. And this is my sentence which God loved very much actually. Und dort steht mein Satz geschrieben, den Gott sehr liebt. I say in my books too. Ich sagte auch in meinen Büchern. If there would be my choice, wenn es meine Wahl wäre, I would speak only about God. Wenn ich mich entscheiden könnte, dann würde ich nur über Gott reden. And it would be my choice in heaven. Und wäre es meine Entscheidung in den Himmeln, I will listen only about God. Dann würde ich nur Gott zuhören. Oder nur Dinge, die über Gott sind, zuhören. So in the spiritual world, das heißt, in der geistigen Welt, God loved this sentence very much. Liebt Gott diesen Satz sehr. So when God speaking, this band is running behind God in blue light. Wenn Gott also dort in diesen Haupthimmel spricht, dann bewegt sich hinter ihm mit diesem Satz drauf. And there is a one monument. Und dort gibt es ein Monument. You can, when God speaks, you can see front. Wenn Gott spricht, könnt ihr das sehen vor euch. This monument is going through the heavens. Und dieses Monument geht durch die Himmel. And until now, nobody could fly and reach over my statue. Und bis jetzt konnte niemand über meine Statue fliegen und oben drüber sein.
blue being or golden being. Nicht die blauen Wesen, nicht die goldenen Wesen. No being could cross this statue. Kein Wesen konnte diese Statue überqueren. Who made this thing? Aber wer hat diese Statue gemacht? God. Gott selber. Yes. And God said to me. Gott sagte zu mir. During your statue is going through those heavens. Während deine Statue durch diese Himmel geht. Their unknown eternity are existing. Existieren unbekannt viele Ewigkeiten. So, this was something to do with statue came out. Ja, das hat etwas mit der Statue zu tun, die rauskam. My son came to know my value by spiritual world. Mein Sohn hat meinen Wert durch die geistige Welt kennengelernt. Before he don't have respect, he was very critical. Davor hatte er nicht Respekt, er war sehr kritisch. Respekt schon, aber kritisch war ich auch. Mm. So today we have a topic. Und heute ist das Thema darüber. I should remind you, you wanted to speak about a divine message. Yeah, yeah. Okay. Today we're going to talk about divine message. Heute werden wir über die göttliche Botschaft sprechen. This message. Diese Botschaft. God gave it to me. Hat Gott mir gegeben. But I am not the owner for this prayer. Aber ich bin nicht der Besitzer dieses Gebetes. This prayer is for everybody. Dieses Gebet ist für jeden. This is the one key. Und das ist ein Schlüssel. It is up to you. Es liegt an euch. But this prayer you can open every door in spiritual life. Doch mit diesem Gebet könnt ihr jede Tür im geistigen Leben öffnen. So this prayer after. Nach diesem Gebet. Only one thing left. Bleibt nur noch eine Sache übrig. So long we live on earth. Solange wir auf Erden leben. The will of God. Und zwar der Wille Gottes. So we start today, I will explain you. Wir fangen heute an, ich werde euch die göttliche Botschaft erklären. I need a book. Ich habe es auf dem Handy. Also, gut. Auf Englisch oder auf Deutsch soll ich es vorlesen oder gleichzeitig? Deutsch. Yeah. Nur Deutsch. Nur Deutsch, ja. Yeah. English, I will explain later. Ja. Yeah. Die Ferdi hier? Ferdinand, bist du da? Nein. Nein. So, then I cannot repeat his question. Dann kann ich auch seine Frage nicht wiederholen. Yes. He has to be here. Er muss dafür hier sein. Ja. Yeah. Can you one time go? Ich möchte sehen, wer ist da. Ja, ich habe eigentlich alle Bilder vorgemacht. Okay, okay. Alles. Hier sind nur noch die, die keine Bilder haben oder die Standbilder. Norman, wie geht's dir? Hallo Norman, wie geht's dir? Guten Morgen, Zeit. Soweit geht's mir gut. Ja, ich habe Marion gesagt, du sag mir Bescheid. Mhm. Seminar in Schweiz. Ja. Und ja, ich bin soweit. So, was ja, sollten wir noch mal genauer besprechen wegen Termin und allgemeinen okay. Dingen. Okay. Ja, mit du hast Kontakt mit Marian, ja? Ja, ne. Ja, okay. Auch wenn es möglich in 6 Wochen. Ich bin soweit. In 6 Monaten. Nee, 6 Wochen. Also. In 6 Wochen, okay, ja. Januar, wie du willst. Jawohl, ja, das könnten wir arrangieren, ja. Okay, ja. So, this seminar you're gonna, Switzerland, you're gonna decide with Marion. Dieses Seminar, ja, wirst du ja mit Marion absprechen, ja? Sie wird sich mit dir in Kontakt setzen. And I will be very happy to come there. Mhm. Yes? Ja, machen wir Zeit. Okay, gut. So, ja, ich hab's auch. Okay, listen to this prayer, because this is prayer for all being and for you actually. Mhm. Kannst du es euch vorlesen? Oder sagst du? Nee,
you have to read sentence by sentence. Yeah. Yes? Yeah. First, I was standing in dark eternity. Ich stand in einer dunklen Ewigkeit. And nothing was created. Und nichts war dort erschaffen. And God says, Gott sagte, when I say something to you, wenn ich dir etwas sage, you repeat. Dann wiederhole es. And then this prayer is not belong to you. Und dann gehört dieses Gebet nicht zu dir. This belong to all mankind. Sondern es gehört der ganzen Menschheit. All angels. Allen Engeln. Every creation. Jeder Schöpfung. So let's, today is I explain you. Heute erkläre ich also, what is this prayer can take you? Wo euch dieses Gebet hinnehmen kann. Okay, let's start. Die göttliche Botschaft. Ich bin Gott, ich bin der göttliche Geist. Now, God saying, Gott sagt, I am God. Ich bin Gott. It means, und das bedeutet, God saying, I am first universal cause of this external and internal life. Gott sagt, dass er der erste universelle Ursprung des äußerlichen und innerlichen Lebens ist. I am the first cause. Ich bin der erste Ursprung. Now, if you call God, ob ihr ihn jetzt Gott nennt, or Allah, oder Allah, oder himmlischer Vater, it don't play any different. Das macht keinen Unterschied. What science proving today? Was die Wissenschaft heute beweist, God is the first cause of the universe. Gott ist der erste Ursprung des Universums. And we, und wir, doesn't matter so far life goes in creation. Egal wie weit das Leben in der Schöpfung geht, we are reserved. Wir sind das Ergebnis. You got it? Versteht ihr das? God is the first cause. Gott ist der erste Ursprung. We are the reserved. Wir sind das Ergebnis. So who gonna decide the purpose of life? Wer entscheidet also den Sinn des Lebens? Cause or result? Der Ursprung oder das Ergebnis? I ask you. Ich frage euch jetzt. Nur Gott entscheidet das. Ja? Nur Gott, der Ursprung, entscheidet den Sinn des Lebens. If you created aeroplane, wenn ihr ein Flugzeug schafft, who created? Wer hat es geschaffen? Human being. Die Menschen. Now, human being gonna decide the purpose of this aeroplane or one donkey gonna decide the purpose? Entscheiden jetzt die Menschen den Sinn dieses Flugzeuges oder irgendein Esel? Who create? Derjenige, der es erschafft. He know what is the purpose of life. Der weiß auch, was der Sinn des Lebens ist. How we can be happy? Wie können wir glücklich sein? We don't know. Wir wissen es nicht. We are reserved. Wir sind das Ergebnis. We came into existing because of God's act. Wir kamen in die Existenz wegen Gottes Akt. If God would not make an act, nobody would be here. Hätte Gott nicht gehandelt, dann wäre niemand hier. So, one more time. Und jetzt noch einmal. I am God. Ich bin Gott. Hey, Sandra, put your hand on your mouth. And you make... When you yawn. Sorry. Wenn du gehst, ja? You have to be active here. Du musst hier aktiv sein, Sandra. Yes. So, ich bin Gott, ich bin der göttliche Geist. God is saying, I am the one who is creator. Gott sagt, ich bin derjenige, der Schöpfer ist. Angel cannot decide the purpose. Die Engel können sich nicht für den Sinn entscheiden.
Jinn, human being, Churel, all creation, they cannot decide the purpose. Die Menschen, die Churel und alle, die Jinn-Schöpfung und alle anderen Wesen können nicht entscheiden, was der Sinn des Lebens ist. So, this is clear. I am God. Das ist also jetzt klar. Ich bin Gott. I am cause. Ich bin der Ursprung. Second sentence God saying, der zweite Satz ist, wo Gott sagt, I am, ich bin Spirit. Der göttliche Geist, the divine spirit. I am, ich bin godliche Geist, actually. Der göttliche Geist, the divine spirit. What is a godliche Geist, actually? Was bedeutet göttlicher Geist? Oder was ist der göttliche Geist? Who became first spirit? Wer wurde zum ersten Geist? We? Wir? Or God? Oder Gott? God was the first spirit. Gott war der erste Geist. God giving definition. Gott gibt die Definition. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. There is a peace. Dort ist Frieden. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. There is a endless happiness. Dort ist endlose Glückseligkeit. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. There is a never ending love. Dort ist nie endende Liebe. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. There is a total spirituality and happiness. Dort ist totale Spiritualität und Glückseligkeit. That's what God is. Das ist, was Gott sagt. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. No bad luck. Ist kein Unglück. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. No accident. Sind keine Unfälle. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. No fear of death. Ist keine Angst vor dem Tod. Where is my spirit. Dort, wo mein Geist ist. Lighting is around. Umgibt mich das Licht. That's what God says. Das ist, was Gott sagt. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. There began the energy. Dort beginnt die Energie. Where my spirit is. Wo mein Geist ist. There began everlasting life. Dort beginnt das immerwährende Leben. You got it? Versteht ihr das? You got it, everything? Habt ihr alles verstanden? Okay. So one more time. Also noch einmal, ich bin Gott, ich bin der göttliche Geist. You got it, what God saying about his spirit. Habt ihr verstanden, was Gott über seinen Geist sagt? Now what God saying, it is a astonish, is a atomic bomb. Und was Gott jetzt sagt, ist sehr erstaunlich und wie eine Atombombe. God says, Gott sagt, I also make you spirit. Ich habe euch auch einen Geist gemacht. You, angel, every creation. Ihr, die Engel, alle Schöpfungen. If I go very far, und wenn ich sehr weit gehe, even you have a dog, selbst wenn ihr einen Hund habt, life after death, your dog gonna be speak and communicate with you. Im Leben nach dem Tod wird euer Hund mit euch sprechen und mit euch kommunizieren. That mean, und das bedeutet, nothing die. Nichts stirbt. It taking new transformation. Es transformiert sich neu. Better and better and better. Und wird besser und besser und besser. But who blocked this transformation of spiritual growth in our human creation? Doch wer hat diese Transformation in unserem menschlichen Wachstum blockiert? God? Gott? Who block? Wer hat das blockiert? I? Mensch, die ich? Menschheit selber. Human being. Die Menschen. How they block? Wie haben sie es blockiert? They want to meet God their own ways. Sie wollen Gott auf ihre eigene Weise treffen. That's the way I want.
Sie sagen immer, so möchte ich das. If God don't want, aber wenn Gott es nicht möchte, okay, I can be in the hell. Dann sagen sie, okay, dann kann ich auch in der Hölle sein. I can be kakalaki of worldly things. Ich kann auch eine Kakerlake der weltlichen Dinge sein. I can go on in my life. Ich kann weitergehen in meinem Leben. But I will meet the way God I want. Aber ich werde Gott so treffen, wie ich möchte. But God say, doch Gott sagt, I will meet you with my time. Ich werde dich mit meiner Zeit treffen. Not your time. Nicht mit deiner Zeit. Who came to know the value of this timing? Wer hat diesen Wert der Zeit kennengelernt? Angel? Die Engel? Ich frage euch, die Engel? Fragezeichen. Yes. Ja. Angel came to know the value of God. Ja, die Engel lernten den Wert Gottes kennen. Golden beings? Die goldenen Wesen? Yes. Ja. They want to meet God the way God wishes. Sie wollen Gott so treffen, wie er es sich wünscht. Blue beings? Die blauen Wesen. They have forgotten themselves. Sie haben sich sogar selber vergessen. And they want to meet God with God timing. Und sie wollen Gott mit Gottes Zeitpunkt treffen. But human beings? Aber die Menschen arrogant. Sind arrogant. Selfish. Selbstsüchtig. They don't know the value of God. Sie kennen nicht den Wert Gottes. Today when I came as a Messiah. Und heute, als ich als Messias kam. I open new human era. Ich habe die neue menschliche Ära geöffnet. With blue being and golden being. Mit blauen und goldenen Wesen. And now India. Und jetzt in Indien. In China. In China. Middle East. In den, im Mittleren Osten. Amerika, wherever our member is. Amerika, wo auch immer unsere Mitglieder sind. They see God light. Sie sehen Gottes Licht. Golden light, blue light. Sein goldenes Licht, sein blaues Licht. I saw God light here. Ich habe Gottes Licht hier gesehen. I saw God light there. Ich habe Gottes Licht dort gesehen. I saw God light there. Ich habe Gottes Licht dort gesehen. Because why? Warum aber? This I like to explain you today. Das möchte ich euch heute auch erklären. I need a water. Ja. You can give me one of that. Yeah. Yeah. Okay. Come, Moses. Me. Ich. It took all my life. Für mich dauerte es mein ganzes Leben. 50 years. 50 Jahre. Before light settled down in my spirit. Bevor sich das Licht in meinem Geist niedergelassen hat. Now all over the world my members see light there, light there, light there. Jetzt sehen überall auf der Welt meine Mitglieder Licht dort, Licht dort, Licht dort. Yes, they see the light. Ja, sie sehen das Licht. But light is not coming part of their spirit. Aber das Licht wird nicht Teil ihres Geistes. Seeing light. Das Licht zu sehen. Seeing the fire. Das Feuer zu sehen. Is it different? Ist ein Unterschied. When somebody throw you in the fire, it is a different. Wenn jemand dich ins Feuer wirft, dann ist das ein Unterschied. Is it different or not? Ist das ein Unterschied oder nicht? Or you mean seeing the fire is the same thing
And when somebody throw you in the fire, is it also sin? Oder denkt ihr, das Feuer zu sehen und ins Feuer geworfen zu werden, ist das Gleiche? It's not same. Nein, es ist nicht das Gleiche. When somebody throw you in the fire, wenn jemand euch ins Feuer wirft, you have only the ashes. Dann habt ihr nur noch Asche übrig. How you say Asche? Dust. Ash. Ash. Machst du das bitte zu? Ja. Yes. Okay. You lose your habit. Ihr verliert eure Angewohnheiten. You lose your. You get new identity. Ihr bekommt eine neue Identität. Blue beings have new identity. Die blauen Wesen haben eine neue Identität. Golden beings have new identity. Die goldenen Wesen haben eine neue Identität. Many creations have new identity. Viele Schöpfungen haben eine neue Identität. Angels have new identity. Die Engel haben eine neue Identität. We? Wir? We only seeing the light, actually. Wir sehen nur Licht. But it's not a part of. Aber es ist kein Teil von uns. Now, jetzt, 21. Century, das 21. Jahrhundert. God showing us many places in this world, my member himself. Gott zeigt sich an vielen Orten der Welt, meinen Mitgliedern selbst. And also light. Und auch das Licht. So when you see the light, wenn ihr also das Licht seht, God want to feel home with you. Dann möchte sich Gott mit euch zu Hause fühlen. But you don't have this light. Aber wenn ihr dieses Licht nicht habt, God don't feel home with you. Dann fühlt sich Gott auch nicht mit euch zu Hause. Then God going Canada, then God going China, then God going wherever my members are. Dann geht Gott nach Kanada, dann geht Gott nach China, dann geht Gott auch dort, wo immer auch meine Mitglieder sind, hin. And every time he like to sit down in the spirit. Und jedes Mal mag er es, sich mit diesem Geist hinzusetzen. And then go away. Und dann geht er wieder. Because he's not feeling home. Weil er sich nicht mehr zu Hause fühlt. He feels strange. Er fühlt sich fremd. He know. Er weiß. This is a one family member of who building the kingdom of God. Dass das ein Familienmitglied der Leute ist, die die Welt Gottes errichten, erbauen. But aber then he go. Dann geht er wieder. But there is some people in the world. Doch es gibt manche Leute in der Welt. Prophet. Manche Propheten. In our movement. In unserer Bewegung. God light don't go away. Bei denen Gottes Licht nicht weggeht. God's light is starting Kuschlerei with them. Gottes Licht fängt an, mit ihnen zu kuscheln. Cuddling. God's light taking them. Gottes Licht nimmt sie mit. And showing them. Und zeigt ihnen. Many, many eternity. Viele, viele Ewigkeiten. Many heaven. Viele Himmel. So the spirit can grow. Damit dieser Geist wachsen kann. One person is also sitting here, Prophet Atta here. Hier sitzt auch eine Person, Prophet Atta. Light don't go away from him. Gottes Licht geht nicht von ihm weg. I'm very surprised when I went to God. Ich bin sehr überrascht, als ich zu Gott gegangen bin. And my lecture was there. Und dort mein Vortrag war. Weil God wanted. Weil Gott das so wollte. I saw my prophet in this heaven. Sah ich meinen Propheten in diesem Himmel. And they see also my value. Und sie sehen auch meinen Wert. They never meet me personally. Mich persönlich haben sie nie getroffen. But they came to know my value from God. Aber sie lernten meinen Wert von Gott kennen. And they says. Und sie haben gesagt, all these prophets, 50, 60 prophets, all diese Propheten, 50, 60 Propheten, all over the world, überall auf der Welt verteilt, we want to give our life to you. Wir wollen unser Leben zu dir, für dich geben, so you can live. Damit du leben kannst.
How they came this value? Wie haben sie diesen Wert kennengelernt? From God. Von Gott. Yes. Ja? Not from me. Nicht von mir. Because I don't know the people in New Zealand. Ich kenne nicht die Leute aus Neuseeland. I don't know if China or India or Philippines or wherever they are. Ich kenne nicht die Leute aus China, den Philippinen oder auch wo immer sie her sind. That's what God was saying. Das ist auch, was Gott gesagt hat. When mankind will come to know God value, they will come to know you. Wenn die Menschheit Gottes Wert kennenlernen wird, dann werden sie auch dich kennenlernen. Here God throw atom bomb in one in whole creation. Hier hat Gott eine Atombombe in die ganze Schöpfung geworfen. God say, I am spirit. Gott sagt, ich bin der Geist. And countless creation, you are the spirit. Und viele zahllose Schöpfungen, ihr seid der Geist. So, what is mean this? Was bedeutet das? God will never die. Gott wird nie sterben. And we will never die. Und wir werden nie sterben. You got it? Versteht ihr das? I make mankind with my own image. Ich habe die Menschheit in meinem eigenen Ebenbild erschaffen. That means you will not die, I will not die. Das bedeutet, ihr werdet nicht sterben, ich werde nicht sterben. God is spirit. Gott ist der Geist. But he created and gave us spirit. Und er hat aber auch diesen Geist erschaffen und uns gegeben. Now what is left? Was ist, bleibt jetzt übrig? Journey. Die Reise. This journey, und diese Reise, person to person can be different. Von Person zu Person kann sie anders sein. Somebody can be home tomorrow. Manche können schon morgen zu Hause sein. Somebody need 1,000 years. Manche brauchen 1,000 Jahre. Somebody need 1,000,000 years. Manche brauchen 1,000,000 Jahre. Somebody need 10,000,000 years. Manche brauchen 10 Millionen Jahre. Somebody need billion years. Manche brauchen 1 Milliarde Jahre. Or somebody need eternity. Oder manche brauchen eine Ewigkeit. Who gonna decide this thing? Wer wird das entscheiden? That you should be home today. Dass ihr schon heute zu Hause sein sollt. Who gonna decide? Messiah? Wer entscheidet das? Der Messias? No. Nein. God? Gott? No. Nein. Who gonna decide? Wer entscheidet das? Macht eure Mikrofone an. Nur visuelle Zeichen genügen nicht. Wir entscheiden das. We decide this. You decide. Genau, ihr entscheidet. You can be home yesterday. Ihr hättet schon gestern zu Hause sein können. Or you can be home today. Oder ihr könnt heute schon zu Hause sein. Or you can be home tomorrow. Oder ihr könnt morgen schon zu Hause sein. Or you can say, I stay in the hell forever. Oder ihr sagt, ich bleibe in der Hölle für immer. I don't care. Es interessiert mich nicht. When God come, I will see. Wenn Gott kommt, dann werde ich das schon sehen. You think God will come? Glaubt ihr, Gott wird kommen? To take you? Um euch mitzunehmen? No. Nein. He will not come to take you. Er wird nicht kommen und euch mitnehmen. Yes. Why? Warum aber? Because he gave you all the key to you. Weil er euch bereits all die Schlüssel gegeben hat. All the key what God has. All die Schlüssel, die Gott hat. You have. Die habt ihr. So how can you say, God, you come to me? Wie könnt ihr also sagen, Gott, du kommst zu mir? God can say, no, you have all key which I have. You come to me, actually. Nein, Gott sagt zu euch, ihr habt all die Schlüssel, die ich habe. Ihr kommt zu mir. I am the cause. Ich bin der Ursprung. You are the result. Ihr seid das Ergebnis. I am subject. Ich bin das Subjekt. You are the object. Ihr seid das Objekt. Earth is moving towards sun. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Or sun is moving toward earth. Oder bewegt sich die Sonne um die Erde. Earth is object. Die Erde ist das Objekt. Moving towards sun. Und sie bewegt sich um die Sonne. Sun is not moving. Die Sonne bewegt sich nicht. Earth. Bewegt sich nicht zur Erde oder um die Erde. Yes. God will not move around you. Gott wird sich nicht um euch bewegen. You have to move. Ihr müsst euch bewegen. So, what God has and what you have. Was hat also Gott? Was habt ihr?
God came out from dead matter. Gott kam aus der toten Materie. Mechanical process. Durch seinen mechanischen Prozess. God gave you body. Gott gab euch einen Körper. God grew in universal thinking. Gott wuchs im universellen Denken. Mind. Im Verstand. He gave you universal mind. Er gab euch den universellen Verstand. God has universal awareness. Gott hat ein universelles Bewusstsein. He gave you same key. Er gab euch den gleichen Schlüssel. God has a conscience. Gott hat ein Bewusstsein. He gave you. Oder ein Gewissen. Und er gab euch das. God has an emotion. Gott hat Emotionen. He gave you heart. Und er gab euch das Herz. God has a spirit. Gott hat einen Geist. He gave you spirit. Und er gab euch den Geist. So, what you asking God for anything actually? Warum fragte Gott also nach irgendetwas? Because. Denn. What God has, you have. Was Gott hat, habt ihr auch. I am godly Geist. Ja, ich bin Gott. Ich bin der göttliche Geist. And you are godly Geist. Und ihr seid auch der göttliche Geist. So you are mirror of God. Ihr seid der Spiegel Gottes. But what happened to this mirror? Aber was ist mit diesem Spiegel passiert? God can see himself. Kann Gott sich in diesem Spiegel selber sehen? When God see himself, this mirror. Wenn Gott versucht, sich selber in diesem Spiegel zu sehen. This mirror is broken. Dieser Spiegel ist gebrochen. Pieces. In verschiedene Teile. God see in this mirror. Und wenn Gott in diesen Spiegel schaut, God say, I'm not so ugly. Dann sagt Gott, ich bin nicht so hässlich. Huh? What is happening? Was ist passiert? My this thing going there. My alles this ist verzogen. Yes. This mirror, God don't want to see second time. Diesen Spiegel möchte Gott nicht ein zweites Mal sehen. Human being is a broken mirror. Die Menschen sind der gebrochene Spiegel. God came to see. Gott kam, um sich dort zu sehen. Then God go. Und dann ging Gott wieder. God saw the blue light. Gott, you saw the blue light. You saw the blue light. He saw the blue light. Ihr saht das blaue Licht alle. But God don't want to be there. Doch Gott möchte nicht da sein. He go away. Er geht wieder weg. He go in golden heaven. Er geht in die goldenen Himmel. He see over there his face. Und dort sieht er sein Gesicht. He say, wow. Then God said, "That's me." Und er sagt, wow, das bin ich. God go in blue heavens. Gott geht in die blauen Himmel. See blue being. Und sieht die blauen Wesen. He said, "Yes, this me." Und er sagt, ja, das bin ich. God go to angel world. Gott geht in die Engelwelt. And God says. Und Gott sagt, blue, the mirror is not clear. Der Spiegel ist nicht klar. I cannot see my picture. Ich kann nicht mein Bild sehen. God give come to human being. Gott kam zu den Menschen. 21st century. Im 21. Jahrhundert. God said to me, angels are going back. Gott sagte zu mir, die Engel gehen zurück. Blue and golden being coming. Und die blauen und goldenen Wesen kommen. An amazing thing is. Und das Unglaubliche ist. This blue being want nothing to do with human being. Diese blauen Wesen wollen nichts mit den Menschen zu tun haben. So we are the mirror. Wir sind also der Spiegel. With me what happened? Was ist mit mir passiert? When I go 1 or 2 o'clock, wenn ich um 1 oder 2 Uhr nachts, I go to my bed, ich in mein Bett gehe, God, blue golden ball waiting. Dann wartet Gottes goldener und blauer Ball dort auf mich. God ask me, Gott sagt zu mir, can I lay down beside? Kann ich mich neben dich hinlegen? He is a creator. Er ist der Schöpfer von allem. Who I am to say Wer God. Bin ich? But God asking me permission. Doch Gott fragt mich um Erlaubnis. When I say to God, als ich das zu Gott sagte, you can lay down beside me. Du kannst dich neben mich hinlegen, blue ball open. Öffnet sich der blaue Ball. God lay down. Und Gott legt sich neben mich. Feel home. Er fühlt sich zu Hause. Why he did not feel home before? Warum hat er sich nicht schon davor mit mir zu Hause gefühlt? Not with me. Warum hat er sich allgemein? Not feel allgemein.
Warum hat er sich davor noch nicht allgemein mit der Menschheit zu Hause gefühlt? Adam came. Adam kam. God left him. Gott hat ihn verlassen. Noah came. Noah kam. God left. Gott hat ihn verlassen. Abraham came. Abraham kam. Isaac kam. Isaak kam. Ismael kam. Ismael kam. Moses und wow, so many prophets. Moses und etc. und etc. und etc. kamen alle. God said, I don't feel home with you. Und Gott sagte zu ihnen allen, ich fühle mich nicht mit euch zu Hause. How many members Jesus had? Wie viele Mitglieder hatte Jesus? 2000 Jahre. Vor 2000 Jahren. Tell me. Sagt es mir. Wie viele Mitglieder hat er? 12. Bible you can read. Bibel könnt ihr lesen. God never visited any of them. Gott hat nie einen von ihnen besucht. Only Jesus said. Nur Jesus sagte zu ihnen. I saw God. Ich sah Gott. Yes, but 12 never saw. Aber die 12 Apostel sahen Gott nie. In my time. In meiner Zeit. All over the world. Überall auf der Welt sagen wir, where my members are. Da, wo meine Mitglieder sind, they saw God. Sagen sie, wir haben Gott gesehen. God visiting them. Gott hat sie besucht. And they are many. Und sie sind viele. Is it different in our time or no? Ist das ein Unterschied in unserer Zeit oder nicht? Timing, what is the difference between me and Jesus? Was ist der Unterschied zwischen mir und Jesus? What is the difference? Was ist der Unterschied? 2000 years ago, Messiah came. Vor 2000 Jahren kam der Messias. 2000 years later, I say I'm a Messiah. Vor 2000 Jahren später habe ich gesagt, ich bin der Messias. What is the difference? Was ist der Unterschied? I want to know for my people. You are the Messiah of the whole universe, whole world, not only for this world. This is not the answer. Das ist nicht die Antwort. I'm asking different. Ich frage nach einer anderen Antwort. I am the Messiah of universe. I am the Messiah of heaven. This not I'm asking. Ich bin der Messias des Universums. Ich bin der Messias der Welt. I say, what is the difference 2000 years ago, Messiah? Ich frage, was ist der Unterschied vor 2000 Jahren von dem Messias? What is the difference? Und was ist der Unterschied zu mir? You are making your members to see the God. This hell wanted me. Du hast getan, was Gott wünscht und hast erzählt, was du gehört, gesehen und erfahren hast. And Jesus? Und was ist mit Jesus? Er hat in Gleichnissen gesprochen. Huh? Er hat in Gleichnissen gesprochen. Okay, I give answer. Yeah. Okay, ich gebe die Antwort. Noah? Bei Marion? Alina will die ganze Zeit sagen. Alina, ja? Ich wollte auch wie Elisabeth auch noch sagen, weil Jesus hat ja nicht immer alles erzählt und der hatte nur 12 Mitglieder. Aha. Very good. Sehr gut. Andreas? Du hast ihm die ganze Zeit die Treue gehalten und seinen Willen erfüllt. Dankeschön. But let's see by Jesus' mouth what he's saying and let's see from my mouth what I'm saying. Lass uns sehen, was Jesus aus seinem Mund gesagt hat und lass uns sehen, was ich sage. Jesus sagt, I know many heavenly secrets. Ich kenne viele himmlische Geheimnisse. I cannot share with you. Aber ich kann sie nicht mit euch teilen. Who's speaking this? Wer sagt das? Jesus. Jesus. Why? Warum sagt er das? You will not understand. Er sagte das, weil er sagte auch noch dazu, weil ihr es nicht verstehen werdet. If I live in Jesus time, hätte ich in Jesus Zeit gelebt, I will ask him cross question. Hätte ich ihn gefragt, if you know the heavenly many truth, wenn du viele himmlische Wahrheiten kennst, and we cannot understand, und wir sie nicht verstehen können, what the hell God make you Messiah actually? Warum zur Hölle hat Gott dich zum Messias gemacht? This would be my question. Das wäre meine Frage. If we don't understand, wenn wir das nicht verstehen, and you don't want to share, und du das nicht teilst, why you came as a Messiah? Warum kamst du als Messias? This would be my question. Das wäre meine Frage gewesen. He did not share. Er hat das aber nicht geteilt. Who got the disadvantage? Wen hat das den Nachteil gegeben? Who? Wer hat den Nachteil davon bekommen? Der ganzen Menschheit bis heute.
Genau. Whole humanity until today. Until today. Bis heute. Christianity says, when Lord come, he will explain us. Das Christentum sagt, wenn der Herr kommt, dann wird er uns alles erklären. And Herr will not come. Aber der Herr wird nicht kommen. Who die, he don't get body again. Derjenige, der nämlich stirbt, der wird nicht nochmal einen Körper bekommen. When I began my mission, und als ich meine Mission begann, I was alone. Da war ich alleine. God said to me, Gott sagte zu mir, I don't care. Ich interessiere mich nicht the whole world, für die ganze Welt. Or America or Russland. I don't care nobody. Für Amerika oder Russland oder für niemanden. I ask you something, God said. Ich frage dich etwas, hat Gott gesagt. You will do it what you will hear. Wirst du tun, was du gehört hast? I say yes, God. Und ich habe gesagt, ja, Gott. God say, you will tell what you see in spiritual life. Und Gott hat gesagt, wirst du sagen, was du im geistigen Leben gesehen hast? I say yes, God. Und ich habe gesagt, ja, Gott. You will tell your journey what you have with me. Und Gott hat gesagt, wirst du über meine Reisen berichten, die du mit mir gehabt hast? All experience. Alle Erfahrungen. I say yes, Und ich sagte, ja, Vater. God say, if you will do this thing, Gott sagte, wenn du das tust, this dark evil world will be pass, actually. Dann wird diese dunkle Welt vorüberziehen. There will be no more than 100 years. Es wird nicht mal mehr als 100 Jahre brauchen. This society, this politics, this journalist, they all will be gone like a dead go to the Friedhof. Bis diese Gesellschaft, diese Politik, dieser Journalismus und all das in den Friedhof gehen wird. Like a dead go. So wie die Toten von uns gehen. And if you share what you heard, und wenn du teilst, was du gehört hast, what you saw, was du gesehen hast, what you experienced, was du erfahren hast, my world will be there. Dann wird meine Welt dort sein. My question is, meine Frage ist, all my life did I have done or not? Mein ganzes Leben lang, habe ich das getan oder nicht? Yes, I did. Ja, habe ich getan. I've been in jail, I have spoke about God. Ich war im Gefängnis und dort habe ich über Gott gesprochen. I was living 21 obdachlos, I speak about God. Ich habe 21 Jahre lang obdachlos gelebt und habe über Gott gesprochen. I lived many years in prison, I spoke about God. Ich habe viele Jahre im Gefängnis gelebt und dort über Gott gesprochen. I did not care about the world. Ich habe mich nicht für die Welt interessiert. Because I say, denn ich habe gesagt, when I came, what I heard, what I see, what I experienced, als ich kam, was ich gehört, gesehen und erfahren habe, when I share, wenn ich das teile, they gonna become great God's son and daughter. Dann werden großartige Gottes Söhne und Töchter kommen. With this hope I'm sharing. Und mit dieser Hoffnung teile ich das. God say, earth will be filled with prophet. Gott hat gesagt, die Erde wird mit Propheten gefüllt sein. We have more than 50 prophets. Aber und wir haben mehr als 50 Propheten. Who traveling with God? Die mit Gott reisen. Show me one prophet in Christianity came after Jesus. Zeig mir einen Propheten, der nach Jesus im Christentum kam. Or Islam. Oder im Islam. Islam ist schlimmer. Der Islam Worse. Ist noch schlimmer. Muhammad said after me no prophet. Muhammad hat gesagt, nach mir gibt es keinen Propheten. He was telling the truth. Hat er die Wahrheit gesagt? No. Nein. He lied. Er hat gelogen. He say because of my wisdom, you know. Er hat gesagt wegen meiner Weisheit. Jesus also was using wisdom. Jesus hat auch seine Weisheit benutzt. Our wisdom doesn't work. Aber unsere Weisheit funktioniert hier nicht. But when God say and you do it, aber it work. Aber wenn Gott etwas sagt und ihr tut es, dann funktioniert es. I'm very happy when Christiane was saying. Ich bin sehr glücklich, als Christiane gesagt hat. I don't know, 5 or 8 books come out. Ich weiß nicht, 5 oder 8 Bücher sind rausgekommen. And I tell you. Und ich sage euch. I'm giving many group question answer, but I'm sitting whole day. Ich gebe vielen Gruppen Frage und Antwort, aber ich sitze den ganzen Tag. Writing book. Und schreibe die Bücher. Because I want to lay the foundation for the future generation. Weil ich die Grundlage für die zukünftigen Generationen legen möchte. I don't look at these people actually. Ich schaue nicht auf diese Leute hier. I look at in future. Ich schaue in die Zukunft. And God said, und Gott sagte mir, I will show you my son and daughter. Ich werde euch meine Söhne und Töchter zeigen. I got a fear. Ich habe Angst bekommen. God, we are not your son and daughter.
Und ich habe gesagt, Gott, sind wir nicht deine Söhne und Töchter? No, I was thinking. Ich habe gedacht, Gott, sind wir nicht deine Söhne und Töchter? I got a fear to ask God. Ich habe Angst gehabt, das Gott zu fragen. God, we are not your son and daughter. Gott, sind wir nicht deine Söhne und Töchter? What you are talking about, future? Was redest du da darüber, über die Zukunft? I thought, to save my skin, better I shut my mouth. Ich dachte, um meine eigene Haut zu retten, halte ich lieber meinen Mund. And walk for the will of God. Und gehe einfach für den Willen Gottes. So, I'm still explaining you the prayer. Ich erkläre euch immer noch das Gebet. Okay, so you got it? Habt ihr es verstanden? God. Ich bin Gott, ich bin der göttliche Geist. That's clear. Das ist jetzt klar. Next sentence. Der nächste Satz ist, als nichts da war, existierte ich, und wenn nichts sein wird, werde ich da sein. This was a question also Ferdi. Das war auch die Frage von Ferdinand. He asked the question, and then he don't come here. Doch, jetzt ist er hier. Where is he? Ja, oh, Gude, ich bin da. Ja, okay. Du kommst immer mit Dampfzug, ha? Huh? Ja, du kommst immer mit einer Dampflok, ja? Yes. So, repeat your question now. Kannst du nochmal deine Frage wiederholen, Ferdinand? That's it. Also, meine Frage war, das heißt ja, wenn als nichts da war, existierte ich. Und wenn nichts sein wird, werde ich sein. Und meine Frage war, wann wird nichts sein? Also. His question was, at the end of this sentence is written, and when nothing will be, I will be there. So God is saying, when nothing was there, I will be there. And then thing was there, I was there. And then things was there, I was there. But then when nothing will be anymore, then I will still be there. And Ferdinand was asking, when will this time be? You speak German. Ja, er hat es doch schon auf Deutsch gesagt. Yeah. Ich muss und du erklärst auch in Deutsch. Ich erkläre yeah. nur, was er... An der, Kurs. Aber... And when nothing... Ferdinand is asking, when will this time be, when nothing will be there anymore? Well, Ferdinand fragt in der göttlichen Botschaft in der Zukunft, wenn nichts mehr da sein wird, wann wird dieser Zeitpunkt da sein? Weil die Inder sagen mich 2-3 Stunden später, ja. Not only Indians, but many people in English are listening. Okay. Good. Who has a true moment book? Wer hat das Buch Wahre Momente parat? Ich hab's parat. Ja? Yeah. I want to read a last story. New Identity of God. Ja. Yeah. Wer will lesen Neue Identity of God? Wer will die Geschichte, die neue Identität Gottes lesen? Aber laut bitte. So everybody can understand. Aber dann laut ich, soll ich lesen? Ja. Oder derjenige, der es parat hat? Elisabeth, or you. Oder ich. Elisabeth, möchtest du? Ansonsten mache ich, weil ich... Gerne, nur sag mir eben das Kapitel. Letzte Kapitel, genau, ja. Neue Identität. End. Das allererste Kapitel. Ja, ja, 244. Ich betete um Mitternacht neben dem Baum im Wald, an dem ich Gott traf. Everybody can understand? Kann das jeder verstehen, was Elisabeth liest? Okay. Klar und deutlich? Okay. Plötzlich kam das Licht Gottes und hob mich empor. Ich durchquerte das Universum vertikal. Dieses Licht ging mit mir zusammen durch die dunkle Ewigkeit. Plötzlich. Aber du hast den Titel vergessen vorzulesen. Neue Identität. Neue Identität. Nochmal. Nochmal alles von Anfang. Neue Identität. Ich betete um Mitternacht neben dem Baum im Wald, an dem ich Gott traf. Plötzlich kam das Licht Gottes und hob mich empor. Ich durchquerte das Universum vertikal. Dieses Licht ging mit mir zusammen durch die dunkle Ewigkeit. Plötzlich öffnete sich vor mir, vor meinen Augen eine neue Ewigkeit gleich einem neuen Himmel. Ich durchquerte diese neue Ewigkeit und danach öffnete sich eine weitere. So flogen wir Trillionen Mal durch verschiedene Ewigkeiten. Schließlich gelangten wir in eine Ewigkeit mit extremer Strahlung, in der ich Gott traf. Er flog. Ich spürte, dass Gott und ich
die einzigen Wesen in dieser Ewigkeit waren. Niemand anderes war dort. Ich fragte Gott, was ist mit dem äußeren Universum geschehen? Gott schaute mich an, gab mir aber keine Antwort. Telepathisch verstand ich, dass dies nicht mehr existierte. Es gehörte der Vergangenheit an. Und ich spürte, dass Gott nicht über die Vergangenheit reden wollte. Gleichwohl wollte ich unbedingt wissen, was mit der Schöpfung der Menschen, den Engeln und allen anderen Schöpfungen geschehen war. Während ich mit Gott in dieser Strahlung war, öffnete sich in einer Sekunde eine neue Ewigkeit. Er schaute mich an und sprach, wir reisen in der Zukunft und all diese Schöpfungen liegen hinter uns in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob sie es jemals bis hierher schaffen werden. Von jetzt an solltest du nicht über die Vergangenheit in dieser Ewigkeit reden. Für ein paar Momente machte sich ein Gefühl der Angst in meiner Seele breit. Nichtsdestotrotz herrschte eine überschäumende Liebe für Gott in meinem Herzen. Deshalb wollte auch ich diese Schöpfung vergessen. Ich sprach zu Gott, mach mich zu einem neuen Menschen, auf dass ich so werden kann wie du. Gottes Hände berührten meine Augen, meinen Verstand und mein Herz, und eine extreme Strahlung seines Lichts drang in meine Seele. Im gleichen Moment fühlte ich, dass ich nur wünschte, in der Zukunft dieser Ewigkeiten reisen zu können, zu reisen. Kein Verlangen drängte mich, in die Vergangenheit zurückzuschauen. Noch einmal, kein Verlangen drängte mich, in die Vergangenheit zurückzuschauen. Gott küsste meine Stirn und sprach, sieh mich an und nicht zurück. Gott und ich flogen mit vielfacher Lichtgeschwindigkeit durch die neuen Ewigkeiten, die Gott wieder und wieder öffnete. Ich kann mit Worten nicht ausdrücken, was ich beobachtet und erfahren habe. Als mein Geist in meinen Körper zurückkehrte, vernahm ich die Stimme Gottes. Ich erschuf die Menschen, die Engel und die anderen Wesen. Liebe war der Schlüssel, um meinen Wert kennenzulernen. Aber sie haben meinen Wert nicht erkannt. Genau genommen haben sie damit ihren eigenen Wert verloren. Danach weinte ich neben meinem Baum für eine lange Zeit. Nur die gleichen Worte trafen mein Herz wieder und wieder. Die Menschen sind sehr selbstsüchtig, gierig und arrogant. Sie haben bereitwillig diese Krankheit von Satan übernommen. Kein Wort vermag auszudrücken, was ihnen widerfährt im ewigen Leben. Gut. Gut. How many people understood? Wie viele Leute haben das verstanden? This story? Diese Geschichte? Okay. Now let's read again what God said. Lass uns jetzt nochmal vorlesen, was Gott hier in der göttlichen Botschaft sagt. Als nichts da war, existierte ich. Und wenn nichts sein wird, werde ich da sein. This is a between darkness and light. Das ist zwischen Licht und Dunkelheit. When I was traveling, als ich reiste, I saw many creation never make it. Sah ich, dass es viele Schöpfungen nie schafften. And God don't want to talk about past. Und Gott wollte nicht über die Vergangenheit reden. Little bit, I give you example. Ja, ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. 100 years later, 100 Jahre später, there was a world of God. Gab es die Welt Gottes. People have a spiritual eyes was open. Und die geistigen Augen der Menschen waren offen. They could decide their own death. Sie konnten sich für ihren eigenen Tod entscheiden. Not the death. Aber nicht der Tod entschied über ihren Tod. So death has no power. Das heißt, der Tod hatte keine Macht mehr. So what God is speaking, über was spricht also Gott? My world, meine Welt. There is no fear. Dort gibt es keine Angst. No worries. Keine Sorgen. In my world, in meiner Welt. No sickness. Gibt es keine Krankheit. No accident. Keine Unfälle. No bad luck. Kein Unglück. You have your destination in your hand.
Ihr habt eure Bestimmung in eurer Hand. That's a new world definition. Das ist die Definition der neuen Welt. God speaking. Gott spricht. But this point God says something. Doch an diesem Punkt sagt Gott etwas. We will never talk about past. Wir werden nicht noch einmal über die Vergangenheit reden. He giving message to the new world. Er gibt die Nachricht an die neue Welt. We will not talk about the past. Wir werden nicht über die Vergangenheit reden. Why God don't want to talk about past? Warum möchte Gott nicht über die Vergangenheit reden? And why God will not allow the kingdom of God, his son and daughter, to speak about past? Und warum wird Gott im Königreich Gottes seinen Kindern nicht erlauben, über die Vergangenheit zu reden? Can you speak, please? Könnt ihr mir bitte die Antwort darauf geben? Und sprecht. Yes. Weil es für Gott eine sehr schmerzhafte Erfahrung war. Because it was a very painful experience for God. This world. In dieser Welt, ja. Yeah. This cruel world. Diese grausame Welt. Something more. Ja, noch was? Something more. Noch jemand? Mary. Mary? Anybody else? Irgendjemand anderes? Why God don't allow? Warum erlaubt Gott nicht mehr über die Vergangenheit zu reden? In his world. In seiner Welt. In this world we all the time talking about past. In unserer Welt reden wir immer über die Vergangenheit. That's a dark world. Das ist die dunkle Welt. God said, my world is, we will not talk about past. Gott sagte, in meiner Welt werden wir nicht über die Vergangenheit reden. Something more? Noch etwas? Ja, wir würden sonst die dunkle Welt in seine Welt bringen. We would bring this dark world into his world. Who was this? Silvana. Ja. Very good. Sehr gut, Silvana. Very good. Sehr gut. Who? Something else. Noch jemand? Das wollte ich auch sagen. Weggegangen, Platz gefangen. Somebody more. Noch jemand? I ask. I've been 10,000 in future flight. Ich bin bis in das Jahr 10.011 geflogen. I asked them, why you don't talk about? Und ich habe die Leute dort gefragt, warum sprecht ihr nicht darüber? About past. Über die Vergangenheit. They say this hurt God. Sie sagen, das verletzt Gott. So this world will be go in the past. Das heißt also, diese Welt wird in die Vergangenheit gehen. When this world can make it? Und wann kann diese Welt es schaffen? Nobody knows. Das weiß niemand. So long you will not take your darkness away, solange ihr nicht eure Dunkelheit wegnehmt, you will not make, werdet ihr es nicht schaffen in, the new world. In der neuen Welt. That's what God says. Das ist, was Gott sagt. So this world, das heißt also, diese Welt is a part of past. Ist ein Teil der Vergangenheit. So, when I was flying, als ich also flog, God said, don't look it back. Sagte Gott, schau nicht zurück. And don't talk. Und sprecht nicht darüber mit mir. God want to give me new eternity. Gott wollte mir eine neue Ewigkeit geben. He don't want to give me old eternity. Er wollte mir keine alte Welt geben. So in this case, no. Und in diesem Fall hat Gott gesagt, als nichts da war, existierte ich. Und wenn nichts sein wird, werde ich da sein. If they cannot make it, wenn sie es nicht schaffen können, God is creating more eternities. Gott schafft mehr und mehr Ewigkeiten. God is not waiting this world. Gott wartet nicht auf diese Welt. God is not expecting from this hell. Gott erwartet nichts von diesen Höllen. So, God saying, Gott sagt also, wenn nicht sein wird, werde ich da sein. God will be there for new eternities. Gott wird da sein für die neuen Ewigkeiten. Not for the old. Nicht für die alten. That's what me. Das ist, was es hier bedeutet. God will not wait for nobody. Gott wird auf niemanden warten. It mean, das bedeutet, there are many creation. Es gibt viele Schöpfungen. If they don't want to make it, und wenn sie es nicht machen wollen, he's there. Er ist da, but he left. Aber er hat sie verlassen. And he creating new eternity. Und er schafft neue Ewigkeiten. For new people. Neue Leute. Nächster Satz? Yeah.
Ferdi, hast du verstanden? Ferdinand, hast du das verstanden? Ja, auf jeden Fall. Nur was passiert dann mit den alten Schöpfungen? Also sind die dann einfach weg oder? External universe will be one time will be die. Ja, first he was asking what will happen to those old creations. Und es hat Herr Kahn gesagt, dieses äußerliche Universum, dieses physische Universum wird irgendwann sterben. But spiritual world will remain. Aber die geistige Welt wird bleiben. Bleiben. And now depend on the each spirit. Und jetzt hängt es ab von jedem Geist selber, when they want to come into the light. Wann sie ins Licht kommen wollen. But spiritual world will not die. Aber die geistige Welt wird nie sterben. Aber external universe will be. When they don't need it. Aber das physische Universum wird irgendwann vergehen. Don't need it. Das okay, das beantwortet meine Frage auf jeden Fall. Danke. It answers his question. Huh? He said, this answers his question. Okay, good. Okay, sehr gut. Very good. Soll ich nächstes das vorlesen? We did not even begin and timing is run out of. Ja, wir haben nicht mal angefangen, die Zeit rennt uns schon raus. Wie weit wir sind gegangen? Zwei Sätze. Okay. Soll ich noch? Zwei Sätze. Ja. This prayer I will explain now whole year. Dieses Gebet werde ich jetzt das ganze Jahr erklären. So you come to know this prayer. Damit ihr dieses Gebet kennenlernt. So next sentence. Der nächste Satz ist: Als es nur Dunkelheit gab, war ich da. When dark, what was it? Weil als es nur Dunkelheit gab, war ich da. When darkness was there. Als nur Dunkelheit da war, I was there. War ich da. Here is one message for all of us. Hier ist eine Botschaft für uns alle. Our member know, unsere Mitglieder wissen, but religious people don't know. Aber religiöse Menschen wissen nicht. We know that God is a creator of light. Wir wissen, dass Gott der Schöpfer des Lichtes ist. Not a creator of darkness. Aber er ist nicht der Schöpfer der Dunkelheit. You got it? Habt ihr es verstanden? Religion has no understanding for this. Die Religion haben kein Verständnis darüber. They are blind. Sie sind blind. And they die blind. Und sie sterben auch blind. Yeah. Let's say Bible. Lasst uns mal die Bibel betrachten. Even Bible message is there. Selbst in der Bibel ist die Botschaft dort. There was a tree, they say, God created 6 days the creation. Sie sagen, dass Gott in 6 Tagen die Schöpfung erschaffen hat. 6 days. 6 Tage. Again blindness. Hier haben wir wieder Blindheit. There's not a 6 day. Das sind keine 6 Tage. There are 6 time periods. Das sind 6 Zeitperioden. One time period. Eine Zeitperiode. Can be eternity. Kann eine Ewigkeit lang sein. Time was not there. Die Zeit war selbst nicht dort. So how are you gonna count the time? Wie werdet ihr also dann die Zeit dort zählen? Let's talk about light. Lasst uns über das Licht reden. There was an evening. Es gab den Abend. Genesis speaking. Darüber spricht Genesis. There was an evening. Es gab den Abend. There was a night. Und dann die Nacht. There was a morning. Und dann der Morgen. How many time periods? Wie viele Zeitperioden sind das? 3. 3. Timing is there? Die Zeit gab es, kann die Zeit das beschreiben? No. Nein. Timing was not there. Die Zeit gab es dort noch gar nicht. Why? Warum nicht? Okay. What is? Nee, nichts. Okay. Timing is not there. Die Zeit ist nicht da. And timing cannot reach. Und die Zeit kann das nicht erreichen. And then God saying, und dann sagt Gott, I saw light. Ich habe das Licht gesehen. I saw light. Ich sah das Licht. And light, God said, was good. Und Gott sagte zu dem Licht, dass es gut war. So where God was before the light? Wo war also Gott vor dem Licht? Where was the God before the light? Wo war Gott vor dem Licht? In der Dunkelheit. Dunkelheit. In der Dunkelheit. So, evening was. Und der Abend war. Where God began one process. Wo Gott einen Prozess begann. Concept. Das Konzept. For light. Für das Licht. Night was. Die Nacht war. When process took place. Als dieser Prozess anfing.
morning was, der Morgen war, when light God saw, als Gott das Licht gesehen hat. Three time period. Drei Zeitperioden. Each time period. Und jede Zeitperiode, time was not there. Die konnte die Zeit nicht beschreiben. So how the Bible can say 6 days. Wie kann also die Bibel 6 Tage sagen? Yes. It telling they are blind. Das zeigt, wie blind sie sind. They are telling they have no relationship with God. Sie zeigen damit, dass sie keine Beziehung mit Gott haben. And it's telling they are kakalaki for the Bible. Und das zeigt, dass sie Kakerlaken der Bibel sind, cockroaches. More nothing. Und mehr nicht. And I pray. Und ich bete. Not our member become kakalaki for the my Bücher. Nicht, dass unsere Mitglieder Kakerlaken meiner Bücher werden. Yes. Ja. Then the message lost. Weil dann geht die Botschaft verloren. Mm. Our many member, viele unserer Mitglieder, many time all over, haben viele Male überall. They ask me one question. Fragen Sie mich eine Frage. You were saying this and this. Du hast auch das und das gesagt. Now you saying this and this. Und jetzt sagst du das und das. Their mind become confused. Ihr Verstand ist verwirrt. Because there was a time I said something. Denn es gab eine Zeit, wo ich etwas sagte. Now there's a timing where I'm not giving reason. Und jetzt gibt es eine Zeit, wo ich keine Gründe mehr gebe. When I'm not giving reason, they are confused. Und wenn ich keine Gründe gebe, dann sind sie verwirrt. So what is the difference? Was ist also der Unterschied? They are focused on the books. Sie konzentrieren sich auf die Bücher. But they are not opening themselves. Aber sie öffnen sich nicht selber. Otherwise, reason would not be there. Ansonsten gäbe es dort keine Gründe. So, there will be many things which is no reason can be given. Es wird viele Dinge geben, für die es keine Gründe gegeben werden kann. Only you have to see with observation if you have spiritual eyes. Sondern ihr macht einfach Beobachtung über sie mit euren geistigen Augen. You can only see. Ihr könnt das nur sehen. And experience. Und erfahren. When your spirit is receive the light. Wenn euer Geist Licht erhält. Otherwise not. Ansonsten nicht. So. Three time period, no timing. Für drei Zeitperioden gab es und die kann keine Zeit erreichen. So, everything what our religious people think physically. Alles, was unsere religiösen Menschen physisch denken. Ist falsch. Ist falsch. Wrong. Falsch. They don't understand. Das verstehen sie nicht. Yes. So what God saying? Was sagt also Gott hier? Als es nur Dunkelheit gab, war ich da. God was also in darkness. Gott war auch in der Dunkelheit. But we was not there. Aber wir waren nicht da. So when God was in darkness, als Gott also in der Dunkelheit war, let me ask you a question. Lass mich euch eine Frage stellen. How many people you read the book, red book? Wie viele von euch haben das rote Buch gelesen? Alle. Alle, ja? Okay. In our red book, I will not tell you. In unserem roten Buch steht geschrieben, und ich werde es euch aber jetzt nicht sagen. But in darkness, God had 5 senses. Aber hatte Gott in der Dunkelheit seine 5 Sinne? Let me see. Let me take a baby test. Lasst mich euch einen Babytest machen, ja? Kindergarten. Ein Kindergartentest. When God was in darkness. Als Gott in der Dunkelheit war. He had 5 senses or he came later? Hatte er dort schon seine 5 Sinne oder kamen die erst später? Nee. Die 5 Sinne kamen erst später. Stefan says, his 5 senses came later. How? Give me. Wie? What my book said. Then, zuerst konnte er hören. Nee. Nee. Yeah. First he could only hear. Yeah. Mary. Ah ja, okay. Ja? Yeah? Noch jemand? You know at which point in my journey I came to know there was no 5 senses. Wisst ihr, an welcher Stelle ich auf meinen Reisen ich herausgefunden habe, dass es keine 5 Sinne von Gott gab? You know? Oder wo, Stefan? Weißt du das, Stefan? Or tell me honestly, you didn't read the book. Oder sag mir ehrlich, dass du das war die Reise in die Vergangenheit von Gott. Very good. This was the journey when you traveled in the past very of God. Good. Very good. Sehr gut. God took me in dark Ewigkeit. Gott nahm mich in die dunkle Ewigkeit. There was nothing to hear. Es gab nichts zu hören.
Nothing to see. Nichts zu sehen. Nothing to feel. Nichts zu fühlen. That means five senses was not there. Das bedeutet, die fünf Sinne waren nicht dort. Then what was then? Was war aber dann da? What was then? Was war dann? Gottes Geist. Gottes Geist. God's Spirit. Das Bewusstsein, was sich gebildet hat von Gott. God's Consciousness. Ferdinand. Ferdinand. I shouted out and I said to God. Ich habe aufgeschrieben und ich habe zu Gott gesagt. I shouted out. Ich habe aufgeschrieben. Ja, aufgeschrieben. Okay. Yeah. God. Gott. Are you there? Bist du da? And God said, yes, I'm there. Und Gott sagte, ja, ich bin da. And I saw God's spirit was moving, but has no light. Und ich sah, dass Gottes Geist sich bewegte, aber kein Licht hatte. It mean, das bedeutet, you can have the spirit. Ihr könnt einen Geist haben. But it is not that you have to have these five senses. Aber das ist nicht daran geknüpft, dass ihr auch gleichzeitig die fünf Sinne habt. Your five senses can be die. Eure fünf Sinne können sterben. If concept doesn't come into reality, wenn das Konzept nicht in die Realität kommt, your five senses can die. Dann können eure fünf Sinne sterben. Or let's say not die. Oder lass uns sagen, nicht sterben, aber in the coma. Sie sind sozusagen im Koma. So there was a time. Gab also eine Zeit. God's five senses was not the concept. Als es von Gottes fünf Sinnen noch kein Konzept gab. But he was there. Aber er war da. But light was not there. Aber das Licht war nicht da. So question is, die Frage ist, he is a part of darkness, ist er ein Teil der Dunkelheit? Or he is a part of dead matter, oder ein Teil der toten Materie? Or where he come from? Oder woher kommt er? These are the questions. Das sind die Fragen. This we will give answer for our next lecture. Darauf werden wir eine Antwort in unserem nächsten Vortrag geben. We have a 15-20 minute. Wir haben noch 15-20 Minuten. You can ask me questions. Jetzt könnt ihr gerne Fragen stellen. Hat jemand Fragen? Ja. Nach dem, was du gesagt hast, kam bei mir das Bild, dass die Sinne ganz eng mit dem Licht zu tun haben. Stimmt das? She had this impression that senses are very much connected to light. Is that right? That's right. Das ist richtig, yeah. Silvana. Very good. Sehr gute Frage. Spiritual senses? Die geistigen Sinne haben etwas mit Licht zu tun. And who giving light? Und wer gibt uns das Licht? Yes, Gott. And if we have no give and take relationship with God. Und wenn wir kein Geben und Nehmen mit Gott haben, our spiritual sense is gonna open. Werden sich dann unsere geistigen Sinne öffnen? Nein. So, ask question. Fragt eure Fragen. Not when I die 20 years, then you come with big list in my cemetery. Ja, nicht, dass wenn ich in 20 Jahren sterbe, ihr dann auf einmal mit einer großen Liste zu meinem Friedhof kommt. Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, es ist ja klar, also dass das Licht Gottes an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Weil das ist ja nicht Gott selbst. Aber Gott selbst, kann er denn an mehreren Orten gleichzeitig sein? Yes. She's saying, if God's light can be at multiple spots at the same time, but this is not God himself. Can God himself be at multiple places at the same time? When sun's shining. Wenn die Sonne scheint, this light is all over the world. Dann ist dieses Licht überall auf der Welt. Yes or no? Ja oder nein? Ja. When real sunshine. Wenn die wirkliche Sonne scheint. There's a limitation in God's light. Gibt es eine Begrenzung in Gottes Licht? No. Nein. It's all over there. Das ist überall dort. But now, you are in the killer. Wenn du jetzt in einem Keller bist, where the darkness.
dort, wo Dunkelheit ist. Sun will come to you or you have to go out of the cellar. Wird die Sonne dann zu dir kommen oder musst du aus dem Keller raus? Ja, ich muss aus dem Keller raus. You come out from darkness out. Du kommst aus der Dunkelheit dann raus. You're gonna have a contact with light. Und dann wirst du Kontakt haben mit dem Licht. There's a one step. Das ist ein Schritt. So God light is everywhere. Gottes Licht ist also überall. So wherever God light is in the universe, wo auch immer also Gottes Licht im Universum ist, he can come to know things like that. Er kann diese Dinge kennenlernen. How? Wie? He can see. Er kann sehen. He don't know the person. Er kennt nicht die Person. He don't know the name. Er kennt nicht den Namen. He don't know the country. Er kennt nicht das Land. It's not important. Das ist nicht wichtig for God. Für Gott. But when he look into the earth, aber wenn er auf die Erde schaut, he know his people. Dann kennt er seine Leute. How? Wie? Huh? What? Was? An dem Licht, was von den Leuten selbst ausgeht. Wunderschön. Wunderschöne Antwort. From the light that comes from those people. Even I can see. Selbst ich kann das sehen. When I'm coming back to Earth. Wenn ich zur Erde zurückkomme. How many people are we living? Wie viele Menschen gibt es auf Erden? Acht Milliarden. When I'm coming back to Earth. Und wenn ich zurück auf die Erde komme. I can see. Dann kann ich sehen. Who has light is belong to God. Wer Licht hat und wer zu Gott gehört. Who has darkness and little light. Wer Dunkelheit hat und ein bisschen Licht. It's not a clarity. Da gibt es Klarheit. Keine Klarheit. Da gibt es keine Klarheit. Kleine. In ihrem Geist. Darkness is covering. Weil die Dunkelheit das alles umgibt. But the, who have a light clear. Aber diejenigen, die klares Licht haben, I can see. Die kann ich sofort sehen. They belong to God. Dass sie zu Gott gehören. If they live in Switzerland or they live in America. Ob sie jetzt in der Schweiz leben oder in Amerika. I can see. Ich sehe sie. So God can see too. Und so kann sie Gott auch sehen. And if you have this light. Und wenn ihr dieses Licht habt. And if you are flying over the world. Und wenn ihr über der Welt fliegt. You can see too. Dann seht ihr sie auch. It means. Das bedeutet. Spirituality is not a bla 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 bla. Die Spiritualität ist kein bla bla bla. Spirituality is not a knowledge. Spiritualität ist kein Wissen. Spirituality is experience. Spiritualität ist Erfahrung. And observation. Und Beobachtung. This gave same way God. God universal light give God all information. Und so gibt Gottes universelles Licht auch alle Informationen. I hope you understood. Ich hoffe, du hast das verstanden. Ja? Ja? Ja oder nein? Ja oder nein, Nadine? Ja, ich habe es verstanden. Ich habe genickt, aber... Was heißt? Sie hat genickt. Okay. So, okay. Wieder jemand? Ich frage was. Ja. Als du Gott in der Dunkelheit besucht hast, in deiner Kindheit, hast du das mit deinem Geist getan? Oder gibt es etwas, oder kannst du auch ohne deinen Geist Gott treffen? Gott braucht ja keine Form. Brauchst du eine Form? This form was created because of us. Diese Form wurde extra für uns erschaffen. Das heißt, du kannst Gott nur mit dieser Form treffen? She's asking, in the past, when you met God, was this with your spirit? Because God doesn't need a spirit, doesn't need a form. Did you meet God with your spirit in the past or maybe also without it? Is it possible to meet God without your spirit? No, you need a spirit. Nein, du brauchst immer deinen Geist. But God don't need spirit. Aber Gott braucht keinen Geist. If he, because he brought existence for identity. Weil er brachte die Existenz für die Identität ins in die Existenz. For example, I give you an example. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. How many people know in the conversation? Wie viele von euch wissen in Unterhaltungen mit Gott? I was falling many dark identity. Dass ich in viele dunkle Dimensionen fiel. Eternity. Viel dunkle Ewigkeiten. Yes. And then I hit someplace. Und dann traf ich dort etwas. And one child was sitting there. Und dort saß ein Kind. And amazing, this child was not more than
4 years old. Und unglaublich, dieses Kind war nicht mehr als 4 Jahre alt. And he had no hair either. Und er hatte auch keine Haare. His eyes was coming light. Und auch seinen Augen kam Licht. Now, jetzt, I fell on his feet. Ich fiel auf seine Füße. And I was saying, und ich sagte, oh my God. Oh mein Gott. Oh my God. Oh mein Gott. How I came to know that this is a God actually. Wie fand ich heraus, dass das Gott war? My every cell was million. Jedes meiner Zellen was saying, sagten, oh my God, you are my God. You oh mein Gott, du bist mein Gott, du bist mein Gott. And then he put his hand on me. Und dann legte er seine Hand auf mich. And then he said, I will be your God. Und dann sagte er, ich werde dein Gott sein. Until now nothing created. Bis jetzt wurde aber noch nichts erschaffen. I mean, you can read the conversation. Ich meine, ihr könnt das im Buch Unterhaltung mit Gott, himmlischen Wesen und Lutz verlesen. We need our spirit to see God. Wir brauchen unseren Geist, um Gott zu sehen. Aber God don't need it. Aber Gott braucht das nicht. If I give right answer? Habe ich die richtige Antwort gegeben? Ja, kann ich da eine Anschlussfrage stellen? Ja. Du hast gesagt, du warst in der Dunkelheit mit Gott. Und die 5 Sinne, hast du 2 Sätze vorher gesagt, haben etwas mit Licht zu tun. Also, dass wir Wahrnehmung machen können, hat etwas mit Licht zu tun. Wenn du aber in der Dunkelheit reist und in der Ewigkeit bist, wo noch nichts erschaffen war, auch kein Licht, wie kannst du selber Wahrnehmung machen? I lost my spiritual sense. Ich habe meine geistigen Sinne verloren. God was taking me in the Vergangenheit. Und Gott hat mich in die Vergangenheit mitgenommen. So I was only shouting came out, are you there? Are you there? Und deswegen habe ich nur aufgeschrieben, bist du dort? Bist du dort? Because my senses was not working. Denn meine Sinne haben nicht funktioniert. Now why God took me in the past? This is the experience. Warum hat Gott mich in die Vergangenheit genommen? Das ist die Erfahrung jetzt. But my 5 senses was leaving me. Als meine 5 Sinne mich verließen. But I heard the voice of God. Doch ich hörte die Stimme Gottes. In my spirit. In meinem Geist. I am present. Ich bin gegenwärtig. It means. Ich bin da. Das bedeutet. If you have so much light like a God. Wenn ihr so viel Licht habt wie Gott. There's a time come you don't need these senses. Dann gibt es eine Zeit, wo ihr nicht mehr diese Sinne braucht. This is another topic. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ich möchte dazu auch noch was fragen. Yeah, you understood or you didn't understand? Also erstmal, Christiane oder nicht? Ach so, yes, pardon. Ich muss fragen. Ja oder ja, nee, das war eine tolle Antwort, ja. Okay, alles klar. Ja, bitte. Ja, Silvana. Du hattest doch gesagt, Gott sagt zu dir, es ist noch nichts erschaffen. Und auf der anderen Seite bist du ja da. Und er hat dich doch erschaffen. God said, when you were in this dark eternity, that nothing was created, but at the same time, you were there and you was created, so something was there that was created. That's it. You need no reason, but I give you answer. Jetzt brauchst du Gründe. Ja, du fragst logisch. Yeah. I want to try it to understand it from heart. I give you. Ja, ich möchte versuchen, es vom Herzen zu verstehen, hat sie gesagt. Jesus kam and Abraham and Jesus 4000 years distance. Und zwischen Abraham und Jesus liegt eine Distanz von 4000 Jahren. And Jesus said, Jesus sagte, before Abraham was, I was there. Bevor Abraham war, war ich da. Jewish got it crazy. Und die Juden wurden verrückt durch diese Antwort. He said, your age is not even 50. Sie sagten, du bist nicht mal 50 Jahre alt. How you can say, wie kannst du sagen, you was before Abraham. Dass du vor Abraham warst. He said, before Abraham, I came. Vor Abraham kam ich, sagte er. Now this 4000 year timing. Und jetzt war diese Zeit von 4000 Jahren zwischen ihnen. How you recover this 4000 years? Wie kannst du diese 4000 Jahre aufholen? Jesus was not even born. Jesus war noch nicht mal geboren.
So how are you gonna discover these 4,000 years? Wie wirst du also diese 4000 Jahre entdecken? Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus came much later born. Jesus wurde viel später geboren. Now he's saying before Abraham. Und jetzt sagt er, bevor Abraham kam, I was there. War ich da. So how are you gonna cover the time period? Wie werdet ihr also diese Zeitperiode überbrücken? You need a reason, no, Salamana? Savanna, du brauchst Gründe, ne? Yeah, yeah, okay. Jesus, God took in past. Jesus wurde von Gott in die Vergangenheit mitgenommen. And he got a more experience than Abraham. Und er hat mehr Erfahrungen gemacht als Abraham. So, he was before Abraham. Und deswegen war er vor Abraham. You know, God even more than Abraham. Er kannte Gott mehr als Abraham. So when God loves somebody, wenn Gott also jemanden liebt, he let you travel in past. Dann lässt er euch in der Vergangenheit reisen. Now question is, jetzt ist die Frage, how past become present? Wie wurde die Vergangenheit zur Gegenwart? That's the question now. Das ist die Frage. Who made possible the past in present? Wer hat das möglich gemacht, die Vergangenheit in der Gegenwart zu bringen? Who made possible? Wer hat das möglich gemacht? So, lower creation. Das heißt also die niedere Schöpfung. Lower creation. Die niedere Schöpfung. We need a material. Dafür brauchen wir Materie. We need a time. Wir brauchen Zeit. We need a space. Wir brauchen Raum. And then we continue our journey. Und dann gehen wir weiter mit unserer Reise. Direct dominion of God. Unter der direkten Herrschaft Gottes. Material ist nicht da. Ist das Material nicht mehr da? Timing is not there. Ist die Zeit nicht mehr da? Space is not there. Raum ist nicht mehr da. And what God saying? Was sagt Gott? I'm transcending time and space. Ich stehe über Zeit und Raum. You got it? Versteht ihr das? So when God is transcending time and space. Wenn also Gott über Zeit und Raum steht. And we are transcending time and space. Und wir Zeit und Raum übersteigen. We only can be when we have light of God. Das können wir nur schaffen, wenn wir das Licht Gottes haben. Then, dann past is not a past. Ist die Vergangenheit keine Vergangenheit. Present is not a present. Ist die Gegenwart keine Gegenwart. And future is not a future. Und die Zukunft keine Zukunft. Everything coming in present. Alles kommt in die Gegenwart. Okay. Okay. Hope you got it. Ich hoffe, du hast das verstanden, Savanna. Ja. Ja. Okay. No. Noch jemand? Ja, Wolfgang? Ja, ich hab jetzt mal keine Frage, aber ich möchte euch einen Kurztraum mitteilen, den ich so schön fand heute Nacht. Mhm. Ich war mit Zeit in einem größeren öffentlichen Raum. Mhm. In dem sich doch so einige Menschen befanden. Es könnte ein Aufenthaltsraum oder ähnliches oder ein Warteraum gewesen sein. Und an der Wand lief ein größerer Bildschirm. Und auf einmal bemerken wir, dass dort ein Gottesprogramm auch mit uns Zadinis läuft. Mhm. Und man erzählte uns dann, dass es schon seit einigen Tagen ausstrahlen würde, und zwar durchgehend 24 Stunden am Tag. Wow. Und Zeit und ich, wir haben uns darüber so derart gefreut, dass wir uns vor lauter Glück in die Arme gefallen sind. Das wollte ich euch teilen. Yeah, he saw in a short dream, he was in a room with Prophet Zaid Khan, and there was a bigger television, and he saw that we had our own television show that was going 24 hours a day, all day, and they were so happy that they embraced each other. Mm. I'd like to share too something. Ich möchte auch mal etwas teilen. I was flying in heaven. Ich flog im Himmel. And I saw one Kutsche. Und ich sah dort eine Kutsche. Kutsche has very much light. Und diese Kutsche hatte sehr viel Licht. And many horses which was giving light. Und da waren noch viele Pferde dran, die noch Licht abstrahlten. So I came near this Kutsche. Und ich kam in die Nähe von dieser Kutsche. And
Wolfgang was sitting there. Und Wolfgang saß dort. It means, das bedeutet, this was given by God, dass das von Gott gegeben wurde Wolfgang, an Wolfgang in heaven. Im Himmel. And I saw that he was landing in the palace. Und ich sah, dass er im Palast landete. So, whatever he is doing, was auch immer er tut, for the will of God, für den Willen Gottes, or whatever you doing, oder was auch immer du tust, or you doing, oder du, maybe I cannot see everything, vielleicht kann ich nicht alles sehen, but God can see everything, aber Gott kann alles sehen. And this is what I saw about Wolfgang. Und das ist, was ich über Wolfgang gesehen habe. I only pray that he will walk until last day. Und ich bete einfach nur, dass das bis zu den letzten Tagen, dass er da gehen wird. This is the condition. Das ist die Bedingung. Before you become free. Bevor du frei wirst. But if you leave your journey between. Aber wenn du deine Reise zwischendurch aufgibst. And go back to old world, und zurück in die alte Welt gehst. Then you are cruel to your own spirit. Dann bist du grausam deinem eigenen Geist gegenüber. That's right. Ja, das ist. Okay, danke schön. Danke schön. Ich wollte auch noch was sagen. Aber kann ich dir auch was sagen? Ich möchte dir noch was sagen, Wolfgang. Diese, was du hast gesehen? Das, was du gesehen hast. Vor 2040. Vor 2040. Wir haben unser eigenes Fernseh- und Channel gehabt. Haben wir unseren eigenen Fernsehsender gehabt. Wir 24 Stunden war Frage, Millionen Fragen über Gott. Wo 24 Stunden am Tag Millionen Fragen über Gott waren. Und da war die Antwort. Und da waren dann auch die Antworten. Ja. Ja? Danke schön. Dankeschön. Thank you very much, Hazur, for your time, for your spiritual talk. Danke. Thank you, Chata. Danke, Chata. Ich wollte auch noch was sagen. Ja, bitte, bitte. Ich habe gerade noch drüber nachgedacht, über die Geistererfahrung, die ich vorhin erzählt habe. Und dieser Regenschirm, den ich hatte, das war ein schwarzer Regenschirm. Und das war der schwarze Regenschirm, mit dem ich, als wir Broschüren gegeben haben, als geregnet habe, die ich über Gottes Bild und über Gottes Broschüren gehalten habe, habe ich mich, weil ich habe darüber nachgedacht, warum der Regenschirm schwarz war. Und dann ist mir aufgefallen, das war der Regenschirm damals, als es geregnet hat und wir hatten unseren Tisch und ich habe den Regenschirm über die Broschüren und über Gottes Bild gehalten. Und wo Papa dann gesagt hat, als er weg war, hat er gesehen, dass sein Geist ist bis zu uns gekommen, wo wir verteilt haben, weil er ja nicht da war. Und hat gesehen, dass Gott dort mit uns stand, unter diesem Regenschirm. Ich war nicht da, diesen Tag. Ja. An diesem Tag, ja. Aber Gott hat gestanden. Aber Gott hat dort gestanden. Aber die Weg Gott hat geguckt, Gott kennt nicht diese Menschen. Genau, aber so wie Gott geschaut hat, hat Gott diese Menschen nicht gekannt. I said this umbrella. Yes, I will explain. Ich erkläre in meinen Vorträgen. Ja, mm-hmm. Yeah, okay. So, Norman, anybody, whoever you hear, please ask. Jeder, der zuhört, ihr könnt alle Fragen stellen. Yes. Ja? Ja, wir hatten letzte Woche ja über die materielle und die spirituelle Revolution, aber wir haben noch nicht ganz genau geklärt, was der Unterschied zwischen materieller und spiritueller Revolution ist. We were talking about material and spiritual revolution, but we didn't talk really about the difference of material and spiritual revolution. Revolution is a material or is a spiritual? Eine Revolution kann materiell oder spirituell sein. It means need of time. Aber beides braucht Zeit. Need. Beides braucht Zeit. Nee. Need of time. Need of time braucht Zeit. Nein. Human being come in this point where they feel this is a need to make a revolution. Also, die Menschen brauchen Zeit, bis sie das Bedürfnis haben, eine Revolution zu machen. So material revolution we have. Eine materielle Revolution haben wir schon gehabt. Enlightenment in Europe. Die Aufklärung in Europa. So. Und so. Science came out. Kam die Wissenschaft heraus. Intellectual came out. Die Intellektuelle kam heraus. So they say, wherever reason will be, we will follow. Und wo auch immer, sagten sie dann, wo uns die Gründe und wo uns unser Verstand hinführt, die Wahrheit hinführt, werden wir folgen. Now coming 2060. Jetzt kommt 2060. Spiritual revolution. Eine geistige Revolution.
But it can be early. Aber die kann auch schon früher sein. When we gonna have a university, weil, wenn wir eine Universität haben werden, God's university, Gottes Universität, this university will be famous all over the world. Diese Universität wird überall auf der Welt bekannt sein. Why? Warum? Because weil, they say, sagen sie, if you want to know the proof, wenn ihr einen Beweis haben wollt, that God exists, dass Gott existiert, go to God's university. Dann geht zu Gottes Universität. And this revolution, und diese Revolution, it belong to six keys. Gehört zu den sechs Schlüsseln. And if I live, then I will speak beside professors. Und wenn ich lebe, werde ich neben den Professoren alle sprechen. I will teach. Ich werde lehren. How to use six keys. Wie man die sechs Schlüssel nimmt. How you can use your body. Wie man den wie man den Körper benutzt. To speak loud. Ja. Wie man den Körper benutzt. How far mind goes. Wie weit der Verstand geht. What is how far universal consciousness. Wie weit das universelle Bewusstsein geht. How much nature of truth goes. Wie weit die Natur der Wahrheit geht. What is emotion in the whole eternity. Was die Emotionen in der ganzen Ewigkeit sind. If I live, then I will teach the six keys. And during teaching, you will meet God. Und wenn ich lebe, werde ich euch die sechs Schlüssel lehren. Und ihr werdet dann was? During this teaching. Und während dieser Lehre. You will meet God. Werdet ihr Gott treffen. You will become spiritual open. Ihr werdet euch geistig öffnen. You will see life after death. Ihr werdet das Leben nach dem Tod sehen. Who make it possible? Und wer macht das möglich? Because I receive by God. Weil ich das alles durch Gott erhalten habe. So our spiritual revolution gonna be also based on proof, actually. Unsere geistige Revolution wird auch auf Beweisen basieren. So we are just waiting. Wir warten also nur. Soon he become finish his study. Sobald er seine sein Studium beendet. Simon. Und Simon. Mary. Mary. We making first online university. Machen wir die erste Online Universität. And we will contact all over the world. Und überall auf der Welt. And this will be the difference. Und das wird der Unterschied sein. Not only science make experiment. Nicht nur die Wissenschaft macht Experimente. Our university gonna make experiment how to see life after death. Unsere Universität wird Experimente machen, wie man das Leben nach dem Tod sieht. But aber this revolution need 2060. Diese Revolution brauchen wir 2060. But if I live, I will make it. Aber wenn ich da noch lebe, werde ich das machen. To open first university. Die erste Universität zu öffnen. If I give you right answer, habe ich euch die richtige Antwort gegeben? Sander? Sander? Ja. Ja, okay, gut. Danke. Bitte, bitte. So, if you have no answer, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, then I like to pray. Dann möchte ich jetzt beten. Who like to pray? Oder wer möchte dann beten? Das Gebet mit Christiane, 23.10.2022. Geliebter himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass dieser Sonntagmorgen zu beleben für unseren Geist war. Uns von dem weggebracht hat, was uns tagtäglich umgibt. Und uns ein Stück näher an die Welt heranführt, in der wir für immer hoffentlich mit dir zusammenleben werden. Himmlischer Vater, Geistigkeit ist wie eine ewige, durstige Suche nach dir. Eine Suche, die scheinbar nie zu Ende geht und doch so oft ihre Erfüllung in dir findet. Vater, ich weiß nicht, wie ich deiner Großzügigkeit in der Liebe, wie ich ihr danken soll für all das, was du für uns hier auf Erden tust. Wir sind so unvollkommen. Weder unser Verstand ist in Harmonie, noch unser Herz. Unser Gewissen führt uns viele Male in die falsche Richtung. Aber in uns glimmt ein kleiner Funke, der uns zuruft, dass es dich gibt und dass du auf uns wartest. Und das ist alles, was wir von dir haben. Ein kleines Steuerrad der Liebe, das unseren großen Kahn der Unzulänglichkeiten zu dir führen möchte. Vater, ich danke dir, dass du uns nie vergessen hast, obwohl wir uns von dir abwandten, obwohl wir uns
so schlecht behalten haben, dir so viel Schmerz und Leid bereitet haben. Wahrscheinlich wie keine andere Schöpfung in der gesamten Ewigkeit. Und doch blickst du auf uns herab und willst, dass wir zurückkommen. Wir, die dich nicht in unserem Leben haben wollten. Wir, die nicht an dich denken. Wir, die entscheiden, dass du nicht zu einem Teil von uns werden solltest. Vater, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann nicht einmal erahnen, wie riesig der Ozean deiner Liebe ist. Dass du solche Wesen wie uns wiederhaben möchtest. Und ich wünschte, ich könnte erkennen und ich könnte fühlen, welches Potenzial in uns liegt. Aber das sind Dinge, die kann unser Verstand nicht. Die kann unser Bewusstsein nicht. Die kann nur unsere Liebe. Und deshalb bete ich für all unsere Mitglieder und für all die Menschen, die dich treffen wollen, dass sie ein Herz bekommen, groß wie ein Ozean, tief wie alle Weltmeere zusammen, damit sie in deine Liebe eintauchen können, damit sie sich in deiner Liebe reinwaschen und zu dir strömen. Vater, ich bin bereit, alles zurückzulassen. Ich spüre, dass wenn ich dich nicht empfinden kann, wenn ich dich nicht sehen kann, dann hätte mein Leben tatsächlich keinen Grund. Dann hätte ich auch keinen Wunsch, weiterzuleben. Und ich danke dir, dass du uns in unserer geistigen Blindheit die Möglichkeit gegeben hast, viele Menschen zu dir zu bringen, obwohl wir nicht sehen. Vater, wie oft haben wir schon gehört, der Blinde kann einem Blinden nicht den Weg weisen. Und was tun wir? Wir sind eine Gruppe von 40 Blinden, die der gesamten Menschheit den Weg weist. O wahrlich Gott, deine Wege sind unergründlich. Und du machst das Unmögliche möglich. Und deswegen glaube ich tief in meinem Herzen, denn ich kann es spüren, dass wir eines Tages es bis zu dir in dein Königreich schaffen. Und dafür danke ich dir vom Grunde meines Herzens, mit all meinen Sinnen. Und ich danke dir für diese 40 Kreuzritter der Liebe, die mit uns sind. Der eine hat ein rostiges Schwert, der andere eine kaputte Rüstung. Aber sie alle tragen in sich ein kleines, flammendes Herz. Denn deswegen kommen sie jeden Sonntag. Deswegen gehen sie jeden Tag auf die Straße. Vater, wir sind momentan das Beste, was diese Erde zu bieten hat. Deswegen reinige unser Herz. Vergiss unser Verstand, vergiss unser Bewusstsein, vergiss alle anderen Schlüssel. Ich habe nur eine Bitte an dich. Bitte segne unser Herz mit deiner Liebe. Denn sie ist der einzige Schlüssel, der es schafft, dich jederzeit an jedem Ort in der Ewigkeit zu treffen. Ich weiß, es ist der größte Wunsch, den eine Schöpfung haben kann. Aber ich finde es auch nicht fair, weniger von dir zu erbitten. Wir lieben dich und wir danken dich. Danken dir, dass du uns erschaffen hast. Ich bete dies im Namen deiner Liebe und deines Herzens. Amen. Amen. Aber ich habe gehört, Stimme bei Gott, dass die, was er hat gesehen, Monument. Ja. Das Geschichte bleibt in die, wenn du schreibst, Buch, ja. Diese Geschichte bekommt sehr bekannt. Mm. Ja. So, vielen Dank. Ja. Und dann wir den nächsten Mal. Wie heißt es? Atar. In 10 Minuten, we. Indian Session. Ja, Jesus, see you in 10 minutes. Thank you so much. Thank you. Tschüss. Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.